Der Kopf schmerzt sehr und ich drehe meine Runden allein. Fahr über Land, aber komme nicht heim. Wo bist du? Wer bin ich? Sind wir wir oder nicht? Ja, yeah. Würde gerne zählen, aber hab doch nichts dabei. Mitten in der Nacht seh blaues Licht, Polizei, yeah. Sie wollen nicht zu mir, denn mich kennt keiner hier. Wenn du mir sagst, dass ich besonders bin, nein, dann kann ich's nicht glauben, Girl. Wenn ich dir sag, dass du unglaublich bist, ja, dann rollst du die Augen. Das Licht erlischt und die Nacht bricht ein. Ich bin wieder allein, aber wollte ich nicht sein. Da hilft auch kein Weißwein, yeah. Hey. Der Kopf schmerzt sehr und ich drehe meine Runden allein. Fahr über Land, aber komme nicht heim. Wo bist du, wer bin ich, sind wir wir oder nicht, Girl? Yeah. Der Kopf schmerzt sehr und ich drehe meine Runden allein. Fahr über Land, aber komme nicht heim. Wo bist du, wer bin ich, sind wir wir oder nicht, Girl? Yeah. Über den Dächern unserer kleinen Stadt scheinen Lichter hell die ganze Nacht. Ich bin wach und habe an dich gedacht. Ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Oh, oh. Über den Dächern unserer kleinen Stadt scheinen Lichter hell die ganze Nacht. Ich bin wach und habe an dich gedacht. Ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Scheinen ist
Für mich wieder schwierig, ne? Jetzt. Haben wir noch Autotune, Autotune, schwierig. ein drittes? Haben wir noch was? Mit Schasso, hast du noch einen Song, den du uns reinschreiben kannst, den Nero eben dazu ballern kann? Ich habe den Mitch auch schon mal angeflüstert, dass du mir auch noch schnell einen schicken kann. Soll ich noch Song Kommt Song liegen? liegen? C. Auf jeden Es Fall bin braucht ich dabei. es halt YouTube, ne, Mitch? Ich hol mal kurz noch was zu trinken. Ja, Verfeuerter Release. Ja, wir brauchen es auf YouTube. das ist Ja, das Problem. Bruder. Leak heraus, Bro. Okay, let's go. Okay, let's go. Yes, geil. Schick Nee, mir das das. privat, Mitch. Genau, dann kriegt das auch kein anderer und so, ne? Das ist. Hier da jetzt nicht draufklicken, das ist. Ach, geil. Okay, let's go. Und Scream Elements haut erstmal meinen Link rein. Beste Leben. Hab auch die Dropbox. Nee, Dropbox ist schlecht. Wir brauchen was von YouTube. Aber auch in die Dropbox, okay, kann Du ich kannst mir auch verstehen. einen anderen Song reinschreiben, der bei YouTube drin ist, dann nehme ich davon einen. Ja, ne, ich muss so pinkeln, ne? Ja, Bruder Flitz. Geh doch schnell, wir warten auf dich. Flitz, komm. Ey, ich muss so pinkeln, er setzt den Becher an und trinkt. Ja, da brauche ich nicht so oft gehen, weil das alles, was ich jetzt mitnehme, ne, versteht ihr? Ach, Jungs, ey. Los geh schnell. Los mal, Junge. Passiert dem Besten. Ich habe mir auch gerade was zu trinken geholt. Also, könnten wir was? Ich warte darauf, dass der Mitch mir was Moin, zukommen da. lässt. Ich würde gerne noch einen dritten hören. Ja, würde ich definitiv gerne. Sehr, sehr gerne. Ich finde, das sollte man geben. Jeden Fall. Ja, ich hatte es ja auch vorhin kurz im Chat gesehen. Oh Mist, wie wir sollten drei. Gar kein Ja. Stress. Wir sind hier, wir sind gerade Let's go. da. Hau uns was rüber. Wir kriegen das hin. Wir wollen, dass ihr alle die gleichen Standards bekommt. DGZM wäre nice. Okay. Das hat jetzt Gibt's aber dazu? Tyson geschrieben. Mitch ist ja auch da. Er soll halt lieber selber Wahrscheinlich ist entscheiden. damit gemeint, dass du gehörst zu mir. Können wir den spielen? Das Lass könnte man, doch wenn mit. das für Mitch okay ist. Ja, deswegen Mitch? frage, also ich frage eigentlich einen Mitch. Was Dürfen wir denn? den spielen? Sollen wir den machen? Oder gibt es andere Wege? Welchen? Worum geht's? Ja, dann mach Alle. den. Okay, let's Diesel, go. Diesel, bleib locker. Atme durch, Let's gib doch einen go. Song. Wir haben noch einen dritten. Hey, ihr wisst ja, Wunderbar. ich muss hier immer sechs Etagen laufen. Sechs Etagen, das sind sieben Gummikrendos. Stufen. Sieben Stufen sind das. Es sind 14. Ruhe jetzt. Grüezi. So, meine Freunde, was geht los? Baby, du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Also bleib doch bitte hier, doch es bringt nichts. Du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Wenn ich kämpfe, werde ich verlieren, denn es bringt nichts. Du, der Kahn in meinem Hafen, hätte nicht gedacht, dass du ausläufst ohne mich. Jetzt hab ich die Päckchen zu tragen, es gibt wohl nie mehr dich und mich. Zustand labil, Breakdown on my Timeline. Sag, bin ich blind Ich oder trink die was? ganze Flasche leer. Nein, das ist kein Zustand mehr. Die Augen rot, der Kopf wirkt schwer. Komm nicht hinterher. Baby, du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Also bleib doch bitte hier, doch es bringt nichts. Du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Wenn ich kämpfe, werde ich verlieren, denn es bringt nichts. Wenn der Mond heute Nacht für uns scheint und ich mein Leben archiviere, dann werden da Bilder nur von uns sein. Du holst das Beste raus aus mir. Ich sagte 100%, ich bin da, wenn du willst. Also halt meine Hand. Girl, ich lass dich nie wieder los.
Sehr nice. Ja, sehr geil. Ja. Okay. Diesel, du darfst jetzt anfangen. Ja, also beim letzten Song ist mir aufgefallen. Aber aus dem Klassiker so ein bisschen abgeguckt, ne? Mit dem Namen an der Tür. Fand ich aber geil. Fand ich gut. Mitch hat eine sehr, sehr emotionale Ausstrahlung in seinen Songs, was ich immer sehr begrüße, wenn es um Emotionen geht, dass das auch von der Person ausgestrahlt wird. Das finde ich für das allgemein abgerundete Bild finde ich das wahnsinnig wichtig, weil wenn man da so emotionslos steht, bringt man halt die Emotionen nicht rüber. Der erste Song war natürlich super deep. Das ist auch mega reingepasst, fand ich großartig. Einfaches Stilmittel in dem Video. Beim zweiten Song fand ich den Beat und beim dritten Song, also die Beats fand ich ziemlich cool. Das war, hat schön reingepasst in die ganze Geschichte. Jetzt ist, du arbeitest mit einem Stilmittel, ja, da kann ich, weiß ich nicht, komm ich nicht ran. Autotune, ne? Also ich weiß, das wird von vielen begehrt und viele mögen das und das ist mittlerweile ein Stilmittel, was sehr, sehr viele Leute benutzen und es wird gefeiert. Und ich bin da immer Freund, das hört sich gut an bei dir, gar keine Frage. Aber dieses, weiß ich nicht, ich bin halt Freund der normalen, kraftvollen Stimme. Und aus dem ersten Song hast du da, wenn du etwas tiefer gehst, dann hast du da so ein Vibrieren drin. Das ist ziemlich cool. Aber das ist auch, wie gesagt, Autotune, das ist Geschmackssache. Das ist mein, es ist, ich kann da halt nichts anfangen, ne? Mit, das ist halt nur so ein Geschmacksding, sonst Zeit war gut. Ohne Frage. Keine Sorge. Rocco? Ja, jetzt kommt jemand, der gerne und viel was mit Autotune anfangen kann, der das gerne hört. Das bin ich. Ich fand, du hast das gut eingesetzt. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, dass du noch viel mehr an deine Emotionen rankommen könntest, wenn du dich trauen würdest. Du hast das schon sehr, sehr geil gemacht mit deiner Stimme, die Emotionen rübergebracht. Aber ich schwöre dir, wenn du dich traust und noch 15 Mal ein bisschen drüber gehst, dann findest du die perfekte Mitte von dem, wie setze ich meine Emotionsstimme ein. Und die hast du komplett drauf. Und das hat auch schon leichte Gänsehaut geholt. Aber ich weiß, wenn ich sowas höre, da ist noch 2, 3, 4% sind noch mehr möglich, die absolut zu dir passen würden. Und da würde ich dich noch mehr sehen. Ich bin auch ein Fan von das ist ja das Schöne an uns allen, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin auch ein Fan von diesem Mix der Stilmittel, der Stils überhaupt. Es ist Urban. Natürlich ist es etwas poppiger als reiner Rap, aber es ist Urban und du bringst das rüber und ich hab's gemocht. Ich hab's sehr gemocht. Trau dich, noch mehr Emotionen in deine Stimme zu bringen. Ich weiß, das wird immer schwer, selbst über seine eigenen Grenzen zu gehen. Und wenn du da über deine Grenzen weit rüber gehst und dann wieder zurückfährst, findest du so einen Mittelweg, der noch mal mehr herausstechen lässt, wie geil emotional du Songs rüberbringen kannst. Und das hat man gemerkt, dass du das voll drauf hast, dass das dein Ding ist. Und mit den Beats gehe ich auch voll mit. Und wenn du dich jetzt noch einen Tick mehr traust, Bruder, let's go. Keach. Okay, hab dazu zu sagen, erstmal auf jeden Fall rote Linie drin, ne? Was du da machst und in welche Richtung du rein willst, verstehe ich voll. Durch die drei Songs, die ich jetzt gerade da gehört habe, finde ich super. Das ist deine Richtung, das ist deine Stilrichtung, da willst du rein. Den ersten Song, den wir gehört haben, wie du da reinkommst, mega stark. Du bretterst direkt los so und wie du da reinkommst, dann noch in die Hook, finde ich sehr, sehr nice, gefällt mir sehr, sehr gut. Danach sagt das für mich der Song so ein bisschen ab. Aber trotz alledem, super. Ne? Bin kein Fan von Videos. Es war ja bei Arno auch. Also, wir haben das auch schon gemacht. Ne? Gerade am Anfang, wenn du so deine Videos machst, wo irgendwelche Autos drin sind. Das ist immer gängiges Mittel. Bin ich immer der Fan von. Bin bei Arno nicht der Fan davon gewesen. Bin da nicht der Fan von. Ist einfach nicht ein Film, weil man das 100.000 Mal gesehen hat. Aber verstehe jeden, der im Auto dieses Freiheitsgefühl hat und dann gerade irgendwie da am Rumdriven ist vollkommen okay für mich. Ne? Ist
Nur einfach mal, was ich mir aufgeschrieben habe, nicht böse gemeint. Flow beim zweiten mega nice. Da könnten die Stimmen so ein bisschen anders vom Mixing her, hätten die ein bisschen besser eingestellt werden können. Ich glaube, das hätte dich noch besser ausgesehen lassen. Definitiv. Dann beim dritten direkt, was mir aufgefallen ist, dieses aus dem Hafen der Liebe, hätte ich nie gedacht, dass du da ohne mich ausläufst. Das finde ich geile Line. Das ist die Line, die als die einzige Line, die mir jetzt im Kopf geblieben ist, irgendwie so. Finde ich lustig. Cooles Ding auf jeden Fall. Und was ich sagen muss, diese Marianne Rosenberg Hook, wie du die umgesetzt hast und wie du die anders eingesetzt hast, auch stark. Finde ich auch sehr gut. Ne? Hätte gerne noch was anderes von dir gehört, aber das kann man natürlich auch auslegen, ey, dass du sagst, ich will in eine Richtung drin, das ist mein roter Faden irgendwie, da habe ich auch einfach Bock drauf und dann möchte ich Step für Step so die nächsten Stufen irgendwo klettern. Verstehe ich, eingängig, hört man, fühle ich, finde ich cool, auch das Bild, das Visuelle, was du verkörperst, auch du als Kerl im letzten Video. Finde ich gut, kann ich verstehen und gehe ich so mit.